Nächster Seitenhieb. Kollega drückt Kippe auf Campino Bild. Der gestrige Echo-Abend steckte voller Überraschungen. Die Veranstaltung rund um die Verleihung des renommiertesten Musikpreises in Deutschland entzückte nicht nur mit spannenden Live-Acts und modischen WoW-Auftritten. Im Fokus stand außerdem die Antisemitismus-Debatte um die beiden Erfolgsrapper Farid Bang, 31, und Kollega, 33. Zwischen den beiden Reimkünstlern und Rocklegende Campino, 55, von den Toten Hosen kam es zu einem öffentlichen Beef. Setzte jetzt noch einen drauf, er drückte seine Zigarette auf einem Zeitungsbild des Musikers aus. Auf seinem Instagram-Account hält seine Fans stets auf dem Laufenden. So dokumentierte er auch die gestrige Echo-Nacht, in der er gemeinsam mit seinem Kumpel den Preis für die Kategorie Hip-Hop National abstaubte. Dabei nimmt der Disc gegen, der kurz zuvor wegen der feindlichen Zeilen gegen die beiden gewettert hatte, kein Ende. Am Morgen nach dem Event veröffentlichte er in seiner Instagram-Story ein Video, in dem er zurück zu Hause in Düsseldorf einen Zeitungsartikel mit der Überschrift Campino greift auf offener Bühne anlas. Vor laufender Kamera drückt der 33-Jährige genüsslich seine Zigarette auf Abbildung aus. Als ob das nicht genug wäre, beleidigte er den Frontmann auch noch mit der Aussage, da steigt er vielleicht vom Z zum Y-Promi auf. Ob er auf den erneuten Seitenhieb des Gangsterrappers anspringen wird? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab.